Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe meiner Top 40 Wochencharts hier im Jahr 2023. Ja, wir sind mittlerweile schon tief im Oktober drin. Das hier ist die Ausgabe vom 22. Oktober. Und hier zählen wir wie gewohnt runter von Platz 40 bis zur Number One. Und ja, die beliebtesten Songs auf jeden Fall der letzten Woche. Wir blicken zurück auf die vergangene Ausgabe. Das machen wir ja traditionell immer am Anfang des Videos. Welche Songs waren da in den Top 3 beim letzten Mal? Da hatten wir auf der 3 Musik von The Gaslight Anthem, Little Fires. Die 2 ging an Hozier mit The Selby Part 2. Und auf Platz 1, das war letzte Woche der, ja, kometenhafte Aufstieg, muss man schon fast sagen, vom Tudor Cinema Club mit Sure Enough von der 33 damals auf die 1 hochgesprungen. Und mal gucken, ob der Song immer noch auf Platz 1 ist oder ob es einen Wechsel an Spitze gibt. Wir werden es auf jeden Fall hier im Laufe des Videos erfahren und ich würde sagen, wir starten rein, wie gewohnt, mit Platz 40. Eine Kultband aus den 80ern, nämlich OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark mit Bauhaus Staircase, der gleichnamige Song zum Album, das jetzt tatsächlich schon rausgekommen sein müsste. Ich denke gestern mal. Mal gucken, ob es vor dem Album dann noch ein weiterer Song hier einschafft in Top 40. Von der 30 jedenfalls 9 Plätze runter auf die 39. Wir machen weiter mit dem ersten Neuzugang hier in dieser Woche. Und da haben wir Musik von Jamie Miller am Start. Only Place auf Platz 38 neu hier im Countdown mit am Start. Wir machen weiter mit einem Song, der uns ebenfalls schon einige Wochen hier begleitet in den Charts, nämlich Musik von Hot Chip jetzt auf Platz 35. Zusammen mit June Pinko, Fire of Mercy, letztes Mal auch die 25 gewesen, dieses Mal geht es 12 Plätze abwärts auf die 37. Platz 36, da machen wir jetzt weiter mit Musik von Cold War Kids. One Away With Me in der vierten Chartwoche geht es von der 27 9 Plätze runter auf die 36. Ja, wir kommen jetzt zur ersten Neuvorstellung und da haben wir wieder in dieser Woche wieder sehr, sehr viele, ja, richtig gute Songs ausgegraben, auf jeden Fall aus dem, ja, riesen Musikarchiv, sage ich mal. Ja, Spaß beiseite, auf jeden Fall diese Woche einige gute Songs dabei, die noch nicht so bekannt sind. Emissary zum Beispiel mit Refracted ist einer davon, Neuvorstellung Nummer 1. Übrigens die Nummern, das hat auf jeden Fall hier... Ja, ist rein zufällig, hat keinen Einfluss drauf, ob das jetzt der beste Song von den Neuvorstellungen ist oder nicht. Das kann man ja auch so gar nicht, sag ich mal, miteinander vergleichen. Wir machen jetzt weiter mit einem Song, der ja letztes Mal auf der 39 war. Dieses Mal habt ihr den Song sozusagen gehettet. 4 Plätze geht's aufwärts für die Crystal Fighters mit Manifest von der 39 auf die 35 in der 8. Chartwoche. Wir machen weiter mit dem zweiten von insgesamt 6 neuen Songs hier in dieser Woche und da haben wir Musik von den Bleachers jetzt am Start, Modern Girl, hier in einer anderen Ansicht tatsächlich, weil ich den Song, ja, weil der Song auch einfach wieder mal verschwunden ist auf Instagram. Ich mache ja alles über meine Instagram-Story und da mache ich hier einen Screenshot, ganz einfach. Platz 34 im Fall der nächste Neuzugang, Bleachers mit Modern Girl. Die 33 geht in dieser Woche an Jungle mit Back on the 74 von 28 minus 5 Plätze runter auf die 33 in der dritten Chartwoche. Die 32, da haben wir jetzt einen Absturz der Woche und das ist so ein bisschen überraschend, dass der Song Get High von Denko Jones so abgestürzt ist. Letztes Mal noch in den Top 10 gewesen, auf Platz 9, dieses Mal die 32 minus 23 Plätze runter. Wir machen weiter mit dem nächsten Song, der sozusagen gehettet wurde vom Aussteigen hier aus den Top 40, nämlich Blackbear mit Kikada. Auch das ist die 8. Chartwoche für den Song und von 38 kann sich der Song 7 Plätze nach vorne kämpfen hier im Countdown auf die 31. Neuverschlag Nummer 2 und da machen wir jetzt weiter mit Jasmine Bean, Favorite Toy, auch von ihr war bisher noch kein einziger Song hier bei mir dabei in den Wochencharts. Das ist halt auch immer die Vielfalt, die Abwechslung, die es ja in den offiziellen Radiosendern und bei den offiziellen Chartshows einfach nicht mehr gibt. Die gibt es aber dafür hier beim Daniel Score auf jeden Fall noch, immer wieder neue Künstler und Künstlerinnen kommen hier tatsächlich in den Countdown auch rein. Da schaue ich schon drauf, dass wir Verschiedenes hier am Start haben. Genau, wir machen weiter mit Musik von Babe Rainbow, Choose of the Sun, Platz 30 in dieser Woche, von der 16 geht es da 14 Plätze abwärts. Wir machen weiter mit einem Song, da gibt es keine Verschiebung im Vergleich zum letzten Mal, gleiche Position für Selena Gomez mit Single Soon. In der 7. Chartwoche rangiert sie die 2. Woche in Folge auf der 29.
die 28. Da machen wir es weiter mit ja, dem speziellsten Song, sage ich mal, in dieser Woche in den Top 40, nämlich Uchiyara mit WWW She Hot. Das ist ein ganz spezieller Sound auf jeden Fall. Von Platz 19 geht der Song 9 Plätze runter im Vergleich zum letzten Mal. Wir machen weiter und auch der Song war letztes Mal noch in den Top 10, auch dieses Mal runtergeflogen auf die 27. Svea mit Deadman Walking minus 17 Plätze im Vergleich zur letzten Ausgabe. Wir machen jetzt weiter mit dem dritten von sechs neuen Songs in dieser Woche. Und da haben wir jetzt Musik von Say Yes Dog am Start. Not Your Thing, von euch hier reingevotet worden auf die 26. Gleich kommen wir zu den Top 25, aber jetzt machen wir weiter mit, ja, mal wieder einer deutschen Band, einem deutschen Song aus dem Schwarzwald tatsächlich, aus Freiburg im Breisgau. Ja, Rockmusik aus Deutschland von der Band Von Welt, Adrenalin. Auch das ist ein richtig, ja, genialer Song, wie ich finde. Neuvorstellung Nummer 3 und beim nächsten Mal, ja, denke ich mal auf jeden Fall dabei in den Top 40 Wochencharts. Schafft ja meistens fast jeder Song tatsächlich einen, den ich hier als Neuvorstellung drin habe, weil, ja, die Songs, die ich als Neuvorstellung drin habe, die finde ich persönlich auf jeden Fall richtig gut. Und ja, wir machen jetzt weiter mit Musik von den Seagirls, Weekends and Workdays. Letztes Mal auf Platz 40 neu eingestiegen, dieses Mal. Ja, steil bergauf geht's, 15 Plätze hoch auf die 25. Platz 24, da machen wir es weiter mit Musik aus Österreich. Der Song war auch schon mal in der Woche an der Spitze bei mir, nämlich Musik von Bibiza, eine Ode an Wien. Letztes Mal die 17, dieses Mal minus 7 Plätze runter auf die 24 in der sechsten Chartwoche. Wir machen auf Platz 23 jetzt weiter mit einem Song, der letztes Mal noch in den Top 10 war, nämlich Musik von Maya Halfturn mit The Pool vom sechsten Platz. Deutliche Abwärtstendenz, minus 17 Plätze runter auf die 23. Der dritthöchste Neuzugang in dieser Woche, das ist Rockmusik vom Feinsten von Sum 41, Landmines auf der 22 neu dabei. Gleich haben wir die Hälfte auf jeden Fall geschafft. Die Top 20 kommen gleich, aber zuerst nochmal ein Song von The Last in the Party mit Sinner. Letztes Mal die 14, dieses Mal geht's raus aus den Top 20, 7 Plätze runter auf die 21. Auch der Song war eine Woche schon mal bei mir auf Platz 1. Wir machen weiter. Die vierte Neuvorstellung. Da machen wir es weiter mit Musik von Lovejoy, Normal People Things. Und Lovejoy war Anfang des Jahres schon mal hier am Start mit einem Song. Und der hat es auch weit rauf geschafft in die Charts damals. Weiß ich noch. Mal gucken, ob es bei dem Song hier von Lovejoy genauso wird. Die Top 20 sind eröffnet und da geht es einen Platz rauf für The Weakness, Heartbreak Kid von 21 auf die 20 hoch. 8 Plätze minus für Almost Monday in dieser Woche. Life Goes By. Letztes Mal Platz 11, dieses Mal die 19 in der fünften Chartwoche. Platz 18, da hatten wir letztes Mal einen Neuzugang und der bleibt einfach auf Platz 18. Southstar mit Wild Ones, die zweite Woche dabei in den Charts und die zweite Woche die 18. Keine Verschiebung im Vergleich zum letzten Mal. Und so weiter jetzt mit einem Song, der doch deutlich bergauf geht in dieser Woche. Da haben wir tatsächlich hier noch einige am Start. Nämlich Neria mit Warmest Wing, letztes Mal Neuzugang auf Platz 36 gewesen. Dieses Mal plus 19 Plätze rauf, also deutlich öfter abgestimmt worden von euch für den Song auf die 17 geht's hoch. Wir machen weiter mit Musik von Tellqvist und Moon. Auch der Song war schon mal eine Woche hier dabei auf Platz 1. Vom Platz 5 dieses Mal geht es aber 11 Plätze runter auf die 16. Nonstop weiter jetzt mit der fünften Neuvorstellung und da machen wir jetzt weiter mit Musik von Sparkling. I Love You So, auch eine Band, von der ich bisher noch nie was gehört habe, außer ja, den Song jetzt, der mir wirklich gut gefallen hat und deshalb ist er hier dabei in der Auswahl zu den Neuzugängen auf jeden Fall für die nächste Ausgabe. Wir machen weiter. Platz 15, da haben wir jetzt rockige Klänge im Countdown von The Struts. Too Good at Raising Hell, letztes Mal noch in den Top 10 gewesen auf Platz 8, dieses Mal minus 7 Plätze runter auf die 15. Ja, es geht tatsächlich nochmal rauf für Olivia Rodrigo mit Bad Idea White, obwohl sie schon so viele Chartwochen dabei ist, mittlerweile in der siebten Chartwoche. Aber ihr votet immer wieder für diesen Song, deshalb geht es jetzt auch wieder hoch von der 24, 10 Plätze rauf auf Platz 14. Für Bad Idea White von Olivia Rodrigo, der Song, der ja so oft aktuell läuft, überall hört man den im Radio. Und ja, deshalb auch hier natürlich mit am Start. Und von euch immer wieder gern gewotet worden. Wir machen weiter. Keine Verschiebung im Vergleich zur letzten Woche mit Platz 13. Lea Caden mit Desperate. Da hat sich nichts geändert. Drei Songs, wo sich nichts verschoben hat bisher im Countdown. Das haben wir auch nicht oft.
Wir machen weiter mit dem zweithöchsten Neuzugang diese Woche. Da haben wir jetzt Musik von Paloma Faith am Start. How You Leave a Man. Ich hätte nicht gedacht, dass der Song so weit oben neu einsteigt, aber ihr habt dafür gewotet und deshalb ist der Song auf Platz 12 neu dabei. Gleich kommen wir jetzt zu den Top 10, aber jetzt erstmal Musik von Mr. Ed Sheeran, American Town, letztes Mal auf das 7 neu eingestiegen, dieses Mal minus 4 Plätze runter und wieder raus aus den Top 10 auf den 11. Platz. Mal gucken, ob es der Song wieder reinschafft in die Top 10 beim nächsten Mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall den nächsten Künstler hier am Start, nämlich Barnes Courtney, Young in America, und das ist die sechste Neuvorstellung hier fürs nächste Mal. Und ja, ich bin ja auch so ein Fan, was heißt Fan? Ich finde die Musik von Barnes Courtney auf jeden Fall richtig gut und auch Young in America ist das auf jeden Fall ein guter Song, der hier beim nächsten Mal vielleicht dabei ist, auf jeden Fall. Wir machen weiter mit Musik von All Time Low zusammen mit Avril Lavigne, Fake as Hell, letztes Mal auf Platz 12 neu eingestiegen, dieses Mal 2 hoch auf die 10. Ja, der Song hat die Top 10 eröffnet diese Woche. Ja, non so weiter jetzt im Countdown mit Joker Out, Sunny Side of London vom Platz 4, 5 Plätze runter auf den 9. Platz in dieser Woche. Ja, weiter geht's mit Platz 8 und da geht's doch deutlich bergauf für Musik von Knox, Not 1975. Letztes Mal, ja, in der unteren Hälfte rangiert auf Platz 26, dieses Mal plus 18 Plätze rauf auf Platz 8 in der dritten Chartwoche. Platz 7, da haben wir jetzt den Aufsteiger der Woche am Start und ja, letztes Mal neu eingestiegen auf Platz 31, dieses Mal hochgeschossen, förmlich im Countdown. 24 Plätze plus im Vergleich zum letzten Mal auf die 7. Dead Letter mit Degenerate Inanimate auf der 7 in dieser Woche. Wir kommen gleich zu den Top 5 und zum höchsten Neuzugang der Woche. Aber zuvor gibt es Musik von The Gaslight Anthem, Little Fires. Letztes Mal die 3, dieses Mal 3 Plätze runter auf den 6. Platz. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Haben wir eine neue Number One oder nicht? Ihr erfahrt es auf jeden Fall gleich. Jetzt erstmal Neuvorstellung Nummer 7 und da haben wir. Ja, Musik von Masterpiece zusammen mit Georgia. Auch der Song ist richtig gut gelungen, wie ich finde. Und ja, der Künstler war noch nicht dabei hier bei mir im Countdown. Bisher in den Top 40. Mal gucken, ob es der Song schafft. Ich denke aber mal schon, dass das reinschafft. I Might Be Fake von Masterpiece zusammen mit Georgia. Platz 5, da haben wir jetzt den höchsten Neuzugang. Ich habe es gerade angesprochen. Dance Sound von Roosevelt mit Rising von euch reingewählt worden als höchster Neuzugang auf Platz 5. Die 4 geht in dieser Woche an Need to Breathe mit Hideaway. Auch das ist ein Song, ja, der doch deutlich aufgeht. Vom Platz 22 beim letzten Mal 18 Plätze rauf auf die 4. Die Top 3. Und da haben wir jetzt die Antwort auf die Frage. Letztes Mal war ja der Two Door Cinema Club mit Sure Enough auf Platz 1. Dieses Mal jedes 2 Plätze runter auf Platz 3 somit. Ja, welcher Song ist ganz oben? In dieser Woche auf Platz 2 haben wir jetzt auf jeden Fall auch eine kleine Überraschung, sag ich mal. Letztes Mal im Mittelfeld gewesen, dieses Mal doch einige Plätze raufgegangen, nämlich K-Pop-Sound von Keeper, Galileo, letztes Mal die 15, dieses Mal 13 Plätze hoch auf die 2, da haben die K-Pop-Fans unter euch wieder fleißig auf jeden Fall abgestimmt. Und Platz 1, noch mehr Stimmen bekommen hat, Musik von Hozier, The Selby Part 2, letztes Mal die 2, dieses Mal einen hoch auf Platz 1. Die Pole Position sozusagen aktuell für Hozier mit The Selby. Und mal gucken, ob der Song beim nächsten Mal immer noch ganz oben ist oder ob es wieder mal eine neue Number One gibt. Das werden wir auf jeden Fall hier beim nächsten Mal erfahren. Jetzt noch kurz ein Blick auf die Songs, die rausgeflogen sind. Letztes Mal auf Platz 35 gewesen, Stan mit In This Condition nach 5 Wochen raus. Die Sparks mit The Girl is Crying in Her Latte nach nur 4 Wochen nicht mehr dabei. Ebenfalls nach 4 Wochen raus. Marins mit Hot Guitar Player. Nach 7 Wochen ist Schluss für Picture Parlor mit Norwegian Wood. NZC Alliance mit Push Reset ist ebenfalls nach 7 Wochen raus und nach 8 Wochen nicht mehr dabei. Ava Max mit Choose Your Fighter. Und somit würde ich sagen, war es das auf jeden Fall mit dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal und ciao.